Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Und eigentlich wollte ich euch noch gar nicht dabei holen. Wir haben jetzt abends 8:30. Ich bin so ein bisschen unterwegs gewesen und habe mal da hinten meine Mine mit dem Nitrat. Wie ihr seht hier, ich habe einiges an Nitrat abgebaut. Hab gesagt, so, jetzt ist es 8 Uhr. Jetzt gehst du mal lieber nach Hause. Und kaum war ich auf dem Moped unterwegs, ist gar nicht weit von hier, eine von den beiden in einer Straße, da wurde ich angegriffen von 5 Geiern. Die haben mich, wie ihr seht, ziemlich malträtiert. Ich habe dazu gerade geschafft, ein Stück weitergefahren, dann kamen noch 2 an. Boah, jetzt habe ich nur vergessen, die Aufnahme zu drücken. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich mich so ein bisschen verarzte. Ich wollte eigentlich erst, wenn der Tag wieder anfängt, loslegen. Aber das wollte ich doch mal eben nur berichten hier. So, ich habe schon mal auch gerade so einen Honig genommen. Das war schon bei 4,4. Das ging ziemlich schnell. Also ich wäre bald draufgegangen, weil ich so geblutet habe. Musste ja mit denen kämpfen. Also ist schon blöd, wenn da gleich mehrere auf einmal kommen. Ja, so ein bisschen Mine gebaut. Ähnlich also wie da drüben das Ding. Da hinterm Stein kann man gar nicht sehen, ne, wo ich Kohle hatte. Habe ich dann eben da Nitrat abgebaut. Weil ich muss ja, ist ja schon bald die Hordenacht, ne? Und da muss ich ja Schießpulver machen. So, das ist hier relativ teuer. Ich habe noch, guck mal, was habe ich denn hier noch an Kohle? Da haben wir noch einiges. Aber ja, gut, weil ich habe ja auch unten in der Mine Kohle. So, Kohle, Nitrat. Ja, das ist jetzt, ich brauche diese verdammte 888. Ja, machen wir. Ist die Kohle weg? Habe ich denn noch Nitrat hier drin? Gucken. Ja, ein bisschen was. Das sind auch noch mal fast 1000. Ja, Kohle habe ich nämlich unten. Das werde ich dann auch... Ich höre da was. Hab was gehört jetzt. Hier habe ich auch was eingeschmolzen. Messing, genau. Ja, pass mal auf. Das hier habe ich ein bisschen gebuddelt. Ja, das können wir hier drin lassen. Das kommt hier rein. Ja, da müsst ihr nicht bei sein. Was ich jetzt noch eben mache, ich zeige es auch noch eben. Was ich gleich in der Nacht machen werde, bis ich euch dann morgen wieder dazu hole. Also, das ist jetzt... Ja. Wenn ich nämlich jetzt hier runtergehe, ne? Aber hier müsst ihr auch noch ausbauen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Funzel an. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ne? Ich habe nämlich hier Kohle. Hier. Dann werde ich nämlich heute Nacht hier noch Kohle abbauen, das Eisen. Mal gucken, wie viel hier noch ist und ein bisschen mit dem Nitrat, damit ich Pulver machen kann, damit ich für die Blutmondnacht noch Munition basteln kann. Weil das ist nämlich jetzt nicht so dramatisch viel, was ich da habe. Und wenn die ein bisschen mehr wird als beim letzten Mal, womit ja zu rechnen ist, dann brauche ich schon ein bisschen mehr Munition vermutlich, ne? Ja, hier der Aufgang, der ist schon ziemlich sicher, ne? So, Funzel wieder aus. Jo. Ja. Ich habe ja da auch schon ein bisschen Schießpulver drin. Dann haben wir hier 800 Hülsen. Ich muss gucken hier, das ist nicht so viel. Die 150, die 150, 33. 300, 600, also das... Ja. Also davon könnte ich auch noch welche gebrauchen, ne? Davon auch... Oh, Blei. Blei brauche ich auch. Naja, einen Tag haben wir ja noch. Hier ist auch nichts an Blei, ne? Ne. Ja, dann machen wir das mal rein. Ja gut, dann werde ich das machen. Also ich werde jetzt noch ein bisschen Restblei einschmelzen. Habe ich hier noch Blei drin? Auch fast nichts. Also da brauchen wir auch noch einiges von. Oh, das ist doch wichtig. Oh, was ist jetzt? Ach so, ich habe da noch... Muss mal gucken, wie ich mich verarzte. Da gibt es ja auch so einen. Da gibt es die Tabletten für, ne? Wo habe ich die... Ich weiß das gar nicht so genau. Ich brauchte das immer so selten. Helfen dir aber, wichtige Schläge wegzustecken und heilen dich schnell ein bisschen. Wie alle Champs machen sie durstig. Jo. Achso, dann nehme ich mal einen davon, ne? Weg ist er. Okay. Was ist denn hier? Wie kann ich das denn eigentlich behandeln? Kann ich euch hier gucken. Schrammen und blaue Flecken sind am häufigsten auf der Art der Verletzung, die mit der Zeit heilen. Eigenschaften, medizinische Gegenstände wie Aloe-Creme, Erste-Hilfe-Wände oder Verbandskästen erhöhen die Heilungsgeschwindigkeit. Ist etwas maximale Gesundheit verringert.
Aloe-Creme, habe ich die nicht auch irgendwo? Ja, sicher. So, da sieht das auch schon anders aus. Was ist hier? Tiefe Schnittwunden kann mit einem Verbandskasten oder einem Nähset richtig behandelt werden. Mit Bluten stoppen. Einfach, man wird die Blutung stoppen. Das heißt also, Nähset. Was habe ich denn so was? Oder was war das noch? Moment, nochmal gucken hier. Kann ich ja hier sehen. Verbandskasten. Ah, das muss doch vielleicht nicht sein. Was habe ich denn an Nähsets? Einen habe ich weggelassen drüben, ne? Ne, das ist ein Mod. Hier vielleicht? Ja, 4 Stück habe ich davon. So. Dann einen Schluck trinken. Genau. Gut. Jo, dann gehe ich jetzt ja, runter, ein bisschen Kohle abbauen. Ich kümmere mich darum. Blei habe ich da noch nicht gefunden. Vielleicht ein bisschen weiter buddeln. Noch nicht genug getrunken? Ah doch, jetzt ist er weg. Okay, 44 Minuten. Ja, das geht ja noch. Der baut sich wohl hoffentlich ganz ab. Und dann kommen wir schon wieder so richtig dabei. Ich wollte noch eben was gucken. Wie ist denn das eigentlich mit Dame, die 5? Ist das Regen? Ja, da muss ich anbauen, ne? Das ist der einzigste Kaffee. Boah. Mal eben was gucken. Kaffee. Die machen aber ganz schön Durst. Muss ich sagen. So. Jetzt habe ich irgendwo Kaffeesamen gemacht. Da. Ich habe nämlich oben noch einen. Fällt mir gerade mal ein. Einer war noch frei. Ich hatte ja angebaut da. Ach, was ich auch noch machen wollte, hier ist noch ein Streifen. So, den Kaffee eben hier reinsetzen. Schwupps. Weil das brauche ich auch so ein bisschen beim Abbauen. Na, hier ist also einiges. Hier kommen wir noch mehr hin. So, und jetzt ist mir noch aufgefallen, das kann ich ja auch noch eben machen, bevor ich rein in den Keller gehe. Weil das jetzt hell ist hier. Ne, werde ich aber auch noch eine Fackel reinmachen. Ich muss jetzt mal eben runter. Dann hole ich den Hammer. Wollte ich ja da reinpacken. Ja, hier. So. Auch nicht. Den holen wir jetzt hier bei. Dann habe ich die noch hier und das und das haben wir auch wieder ein bisschen. Sind es von den Geiern? Aha, jetzt ist die Nacht da. Macht aber nichts, bin ja zu Hause. So, dann nehmen wir. Ach, jetzt haben wir nur noch 5 Stück. Das ist ein bisschen wenig. Weil hungrig auch noch. Ach du liebe Güte. Und da ist der Kuchen schon weg. Aber ich kann ja näher mal was kochen. Das werde ich dann auch noch machen. Funzel an. So duster hier jetzt. Dazu muss ich hier raus. Ah, da muss ich runterspringen, ne? Weil ich muss hier drauf springen. Man sieht nämlich, wenn ich jetzt hier mal gucke. Da. Nee, wo ist denn das? Da ist noch irgendwo Holzwand, weil ich da so direkt hier unter dem Gitter, ne? Hier. Dazu muss ich hier runterspringen. Und die dann kloppen und dann. Da waren da, glaube ich, noch mehr. Aber das reicht nicht. Ich habe hier nur noch 5. Hier auch noch welche. Da muss ich erst noch ein paar Pflastersteine machen. Aber dann ist das rundrum hier in Pflasterstein. Ja, hier habe ich auch schon angefangen. Ja, der wird wohl auch doppelreich. Muss ich mal gucken. So. Ist dazu. Der Kaffee wächst. Alles klar. Jo, dann gehe ich jetzt. Bisschen Kohle klopfen unten und hol euch dann dazu, wenn die Nacht rum ist. Da wird ja wohl nicht viel passieren. Bis nachher. So, genau 4 Uhr. Die Nacht ist offiziell vorbei. So, ich bin dabei, hier mal ein bisschen Essen zu kochen, ne? Habe ich gemacht. Wasser habe ich abgekocht.
und ein bisschen Kleber gemacht, wie wir sehen. Ich habe jetzt auch wieder hier Reparaturkits gemacht. Dann habe ich hier eingeschmolzen. Jetzt bin ich dabei, auch noch einige von den Hülsen zu machen. Und hier bin ich dabei. Da läuft noch ein bisschen Schießpulver durch. Wir müssen unbedingt Blei besorgen. Was dann auch noch gut ist, wäre weiter... Ne, hier haben wir schon einiges jetzt. Blei besorgen, damit wir die Geschossspitzen machen können. Weil hier möchte ich ja ganz gerne wenigstens hier 450 haben und die 150 hier drin, dass das ein bisschen mehr ist hier für die Horde Nacht. Jo, Betonmischungen ist nicht so wichtig. Hier, Pflasterstein müssen wir welche haben. Also wir müssen noch ein bisschen hiervon besorgen, von dem... Aber erstmal ist Blei wichtig. Also hier kann ja hier sowieso rein. So. Kann ich schon hier reinpacken. Eisen haben wir jetzt schon mal einiges hier. Lehm, Stein, da könnte auch wieder ein bisschen rein, ne? Wofür ist das für... Ach ja, für den... Ja, da nehmen wir die Hälfte hiervon. So. Na, der ist ja gleich fertig. Oh, ich weiß nicht. Wie viel macht der denn immer? 34... Fünf Stück immer, das Fünffache, ne? Aber dann sollte das ja gehen hier. So, das läuft auch. Das lassen wir noch laufen hier, der ist auch soweit. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Mampf dabei. Wasser habe ich wieder. Gut, wir müssen also Blei besorgen. Jetzt geht es nämlich darum, uns für die nächste Blutmondnacht vorzubereiten. Die werde ich ja nochmal hier bestreiten. Ich denke mal, die übernächste womöglich auch. Ja, da müssen wir ein bisschen Pflasterstein besorgen, dass wir da die Kante noch machen. Das ist genau die Deckenhöhe. Deswegen habe ich das natürlich von innen so nicht gesehen. Da müsste ich hier auf dieses Gitter steigen für. Also von da aus. Hä? Ach du bist gerade schon da rumgestromert. Ich habe dich gesehen, ja. Daneben geschossen. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Manchmal ist das aber auch blöd hier mit dem... Daneben! So, tot. Ja, und dann gehen wir auch los jetzt. Also, wie gesagt, wichtig ist jetzt erstmal Blei. Ein bisschen Nitrat und Kohle wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Obwohl, Kohle habe ich ja hier unten in meiner Mine schon. Aber Nitrat halt nicht und Blei auch nicht. So, warte mal, jetzt waren da hier... Ist der jetzt gerade direkt vor mir? Pfup, da ist er doch. Ich dachte, Lüssi ist gerade vor... Hier ist ja auch noch irgendwo einen verschossen, ne? Ah, der ist schon weg. Ich meine, die halten sich da aber lange. Na, ist ja auch egal. Wie viel habe ich denn noch? Ja, 138. Ja, gut. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken, ob hier nicht irgendwelche Hunde noch rumstromern oder Wölfe, weil wir haben ja noch sehr früh... Na, so bis um 6 ist das immer leichter. Ich meine, ich hätte hier, so hier ist Eisen, hier in der Nähe auch Blei gesehen. Ich habe auch übrigens das Moped vollgetankt. Ich hatte ja noch ein bisschen Sprit schon gesammelt. Ne, hier ist Kohle, kann ich mir aber auch mal merken. Aber hier ist doch auch irgendwo in der Nähe Blei. Ich weiß, dass irgendwo ganz in der Nähe Blei ist. Ich glaube hier, ganz nah dabei, war doch Blei. Was ist denn das für eine Musik? Ist so ein bisschen wie bei Stranded Deep. Das ist auch so eine komische Musik. Vor allem nachts. Ich hab doch hier ganz nah... Bin ich denn blöd oder habe ich das mal abgebaut schon? Ich meine, hier wäre... Hier so. Ne, ist aber nicht. Da ist Eisen. Es regnet das, ne? Man sieht auch, mein Knie ist immer noch nicht heil. Ja, schön leer. Hm. Tö. Ja, da muss ich losfahren. Ich brauche zwingend Blei. Ja, hier ist das. Hm. Da hinten ist auch Holz. Müsste ich auch vielleicht noch ein bisschen holen. Ja, dann fahre ich ein bisschen durch die Gegend, bis ich Blei finde, oder wie, ne? Ja, würde ich sagen.
Gib mal das Moped. Also das ist jetzt erstmal oberste Priorität. Da komme ich nicht drum rum. Blei. Weil übermorgen ist ja dann schon wieder die nächste Blutmondnacht und da muss ich ja ein bisschen Munition haben. Ich rechne auch mit ein paar Geiern. Boah, diese Geier, die mich da angegriffen haben. Ich habe echt vergessen, ich hätte da auf Aufnahme drücken sollen. Das wäre echt spannend gewesen. Ich habe ganz schön gekämpft, das war knapp. Ich habe die auch so schlecht getroffen, da war ich so ein bisschen nervös. Und habe ich dann geschossen, habe ich auch. Da fällt mir ein, ich müsste meine MG, mit der MG auf die Geier, muss man mir vorstellen, weil das so viele waren, ne? So, da ist irgendwas. Das Eisen. Eisen liegt ja hier viel rum, ne? Ewig hat man, dass man so Blei oder was sieht. Aber wehe, man sucht danach, ne? Das Stein. Da liegt da irgendwas. Schon wieder Eisen. Du bist nass. Das liegt bestimmt am Regen. Was haben wir hier? Kohle. Mein Gott, Blei. Auch nix. Nochmal Kohle. Da hinten ist was, das ist aber auch kein Blei. Blei ist auch oft manchmal so richtig rechteckig, ne? Das ist Stein, das ist Zombie. Hier, das sieht auch nach Kohle aus. Ja, Kohle, Kohle. Was ist das denn hier für ein Haus? Hier war ja noch nicht, ne? Ja, ich glaube nicht. Da, das könnte was sein, da. Ja, voila. Hier ist Blei. Mit dem Moped ein Stück weg. Jetzt gehe ich erstmal ein bisschen Blei hauen. Das ist echt wichtig. Wie viel brauche ich eigentlich für die Geschossspitzen? Kann ich das hier sehen? Ich glaube, einmal Blei gleich eine Geschossspitze? Nee, ne? Das wäre leicht. So. Nehmen wir hier. So, ich das auch wiederfinde. Müsst ihr mal gucken, wenn ich unten in meiner Mine von allen Rohstoffen auch was gefunden habe nachher irgendwann, dann ist das alles kein Problem mehr. Ich mag das nämlich nicht hier draußen, weil man das dann nicht hört, wenn da irgendwas kommt. Kann ich das hier irgendwo sehen? Da, Geschossspitzen. Doch, kann ich sehen. Ach, da brauchen wir auch noch Lehm für. Ein Lehm, zwei Blei. Also gut, okay, das ist aber immer die Hälfte. Wie viel bräuchte ich denn von den Geschossspitzen? Naja, so 600. Also etwas über 1000 Blei wäre dann schon mal ganz gut, ne? Würde ich sagen. Ja, das sollte ja drin sein, oder? Muss ich hier ein bisschen buddeln. Komme ich nicht drum rum. Naja. Ja, Lehm kriegen wir dann auch hier ein bisschen. Ja. Das habe ich jetzt aber schon die ganze Zeit gemacht. In der realen Zeit, weiß nicht, seit 2 Stunden bin ich hier dran. Gestern den Tag noch, die Nacht. Dann kamen die Geier. Jetzt seid ihr mal ein Stück dabei. Weil das hat noch eine ganze Weile gedauert. Ist ja auf 120 Minuten der Tag, dann dauert das schon ein bisschen. Ich könnte mir ja auch eine richtige Mine bauen hier, ne? Aber lohnt das? Lohnt das? Muss ja nur dabei kommen. Muss nur gucken, dass ich hier schnell rauskomme, falls doch mal so eine Horde ankommt. So.
hier wäre. Ne, den brauche ich. Wie viel habe ich schon? 300. Scheint alles friedlich. Machen wir noch ein bisschen weiter. Ja, ich würde mal sagen, so 600 müsste ich wenigstens mitbringen. Gott, geht das runter hier. Junge, Junge, Junge. Komme ich da noch hoch? Ja. Ah, da ist schon wieder nur Stein. Meistens geht er aber doch recht tief runter. Also es hat eine große Mine. Da kommt so einiges. Ich habe ja auch wieder Punkte gekriegt, ne? Auch beim Aufwerten da. Man kann natürlich auch hier so eine Mauer drumherum ziehen, damit man das hört, aber da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, ne? Da komme ich so nicht ran. Brauche ich ja auch für Pflasterstein und so, also brauche ich sowieso. Klappt das so noch? Ja. So komme ich da noch raus. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich jetzt da rankomme. Ja, hier komme ich ran. Ja, 600 mache ich dann erstmal. Das sollte dann eigentlich erstmal hinhauen. Ach ja, da wollte ich ja noch was machen. Da fällt mir was ein. Ich bin sowieso aus der Puste jetzt. Naja, da habe ich ein bisschen geballert. Wie viel passen denn jetzt hier rein? Ja, 44. Scheiß Geier, ey. So. Da ist noch mal was. So, was haben wir jetzt? 650. Ja, komm. Wenn ich die ganze Folge hier nur Bleiklöppeln, das soll reichen. Geschossspitzen machen. Was war da noch wichtig? Ach so, Wasser holen wollte ich eigentlich noch. Wo muss ich eigentlich lang, wenn ich nach Hause will? Da. Wasser. Und ein bisschen, Holz. Da machen wir hier noch was. Das ist leer. Schraube ich das ab? Nö. Mal eben gucken hier. Leer. Da habe ich letztens schon geguckt. Da war das doch, habe ich mich noch so gewundert, dass die alle leer waren, ne? Ja. Ja, ja, hier war ich ja. Da war das so, wo ich das erst gemerkt habe mit den leeren Loot-Containern. Ja, wie gesagt, also ich hoffe schwer, dass ich dahinter komme, woran das liegt. Wenn das okay ist, wenn das generell so geregelt ist, gut, dann kann man es ja bestimmt hochleveln. Da wollte ich sowieso ein bisschen leveln. Apropos Punkte, da wollte ich auch noch beigehen. Und, Nitrat. Ja, komm, wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir den doch eben mit, oder? Dann nehmen wir den doch eben mit hier. Dann kann ich nämlich unten noch ein bisschen Kohle holen, demnächst in der Nacht mal, und dann kriegen wir noch ein bisschen mehr von dem Pulver, von dem Schießpulver.
Da ist schon wieder die Puste alle. Ne, das ist auch nicht, nicht nur um zu sehen, ah, hier gibt es Rohstoffe, sondern auch damit ich nicht in so ein Loch falle. Mich weiß, aha, da steht hier so eine kleine Säule. Obacht! Da könnte ein Loch sein. Ich habe schon wieder Durst. Ja, und der ganze Kaffee war mir weg. Jetzt, wo ich noch so ein bisschen schwächlich bin, kann ich ja Kaffee auch gut gebrauchen. Später... Schon hier. Später braucht man das ja nicht mehr. Wenn man besseres Werkzeug hat und mehr Kraft hat. Aber jetzt noch... Kann ich das noch gebrauchen. Da ist mir auch einiges kaputt gegangen, als mir zusammengestürzt ist. Ich habe nur noch einen Kaffee hier. Das ist der einzige. Und aus dem 5 Kaffeepulvern habe ich erstmal einen Samen gemacht. Um da oben anzubauen. Da sollen ja auch noch weitere Pflanzkästen hin, dass wir da vorwärts kommen. So soll reichen erstmal, ne? Wo ist zu Hause? Diese Richtung. Ja. Müsste das schon zu sehen sein. Ah ja, da. Was haben wir hier? Eisen. Und hier? Jetzt will ich eben gucken, was hier ist. Ich will nur eben gucken, was hier ist. Auch Eisen. Das weiß ich auch kaum noch zu sehen. Wo ist mein Moped? Da. So. Plump. Okay. Kalom plump. Ja, genau. Und hier ist das Blei, was ich vorhin gesucht habe. Das gibt's doch wohl gar nicht, ne? Kann das sein? Ernsthaft jetzt? Mann! Aber da will ich auch nicht so tief runterbuddeln. Aber das klopfe ich doch noch eben weg, ne? Oder? Ja, da kann ich nachher noch gehen. Ich hab, weiß das ja jetzt, wo das ist. Ich habe das schon mal gesehen. Ich denke, boah, hier Blei direkt neben meiner Bude. Das habe ich das vorhin echt nicht gefunden. Und jetzt auf einmal... Habt ihr vielleicht gesehen? Ja, guck doch mal, da ist das doch. Bist du blind? Ja, manchmal bin ich sowas von blind. So, alles schön und gut. Stein. Machst du so weiter und dann machst du hier. Und dann packen wir hier noch... Oh ja, Mensch, Holz wollte ich auch noch holen. Aber das ist jetzt erstmal richtig wichtig. Ja, das sind so Sachen, das ist jetzt nicht so spannend. Aber brauche ich halt. So, Pflastersteine. Ist der noch dran? Der ist fertig. Wie viel kann ich denn machen? Die 500 hier. So brauche ich so viel? Ne, so viel brauche ich gar nicht. 100 wären 10 Stück. Ich mache mal 150, ne? Na? Nicht Pflanzenhandschuh. Pflastersteine. Ne, 150. So. Dauert eine Minute, dann kann ich das nämlich erledigen. Ja, ist da auch schon mal wieder einiges. Das ist gut. Sieht auch ganz gut aus, ja. Ah, ja, 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 ja. Das haben wir hier. Das ist ein bisschen wenig, aber das kriegen wir schon noch. Wasser holen wollte ich noch und ein bisschen Holz. Ich habe hier noch 4000, ich weiß. Aber trotzdem, ich brauche mehr, ne? Hier ist jetzt der Mampf auch klar. Gut. Der kann ja erstmal machen. Die können wir schon mal rausholen. Produktion läuft. Ihr merkt also, ne? Vorbereitung für die Horde nach die nächste. Ja, die kommen jetzt mal woanders hin hier. Tja. Das muss ich auffüllen. Das
16. Also hier muss einiges passieren. Das ist ganz okay. Da muss auch noch mehr. Das kann ich noch nicht verwenden. Ja, die. Da habe ich jetzt auch schon einige, aber na gut. Ich müsste mich dann auch mal, wenn die Hordenacht gelaufen ist und wir die überstanden haben, da muss ich mal gucken, dass ich mal ein bisschen darauf achte, wie ich mich denn so ausrüste. So kleidungsmäßig, rüstungsmäßig. Auch, dass wir hier diesen Malus wegkriegen mit dem Überladen. Dass wir da weiter dran arbeiten. Und was ich auch gesehen habe, ich habe jetzt hier 2 Punkte, ne? Intelligenz ist ja schon ganz gut, da will ich ja hin, um den Schmelztiegel zu kriegen. Aber, wenn ich mal gucke hier, Wahrnehmung, ne? Das ist ein Witz hier, oder? Und da müssen wir nämlich auch hier glückliche Sammler. Da müssten wir was machen. Vielleicht hört das ja dann auf. Mit den leeren Loot-Dingern da, ne? So, also erstmal gehe ich. Ich nehme den mit, ne? Muss hier echt nicht mit dem Moped fahren. Komm, das kostet Sprit, das ist Blödsinn. Pack das Ding mal ein hier. Ich will ja erstmal nur da vorne. Bisschen Holz klopfen und Wasser holen. Was war das noch? Ach ja, das ist auch Nitrat. Siehste, Kohldampf. So. Die müssten doch jetzt fertig sein, die Bäume hier, dass die 1200 haben, ne? Bisschen gucken, Looky-Looky machen. Wenn so ein paar Zombies angelaufen kommen, ist das meistens überhaupt kein Problem, ne? Aber so Hunde, aber das kennen wir ja. Oder so ein Zombie-Bär. Wenn einer ist, die mit meiner Wumme, dann kriege ich eigentlich nicht gebacken. Das rechtzeitig sehe, wenn da 2 kommen. Aber was ich so, wird mir aufgefallen ist, was gerne passiert, abends so 20 Uhr rum, so eine Hundemeute, 7 Stück, kennen wir ja, und dann noch 2 Zombiebären dabei. Da kann man ruhig mit der fette Waffe stehen. Wenn die einen auf dem falschen Fuß erwischen, dann war's das. Sogar die paar blöden Geier, da hätten die mir viel gefehlt, dann hätten die mich niedergestreckt. Also das war schon Gagge. Das muss ich sagen. Ja. Und ich will möglichst nicht sterben. Das weiß ich gar nicht. Wenn ich das jetzt erzähle, spoilere ich das? In Subnautica? Ich glaube, in einer Folge 2-mal abgenippelt, ne? Scheiße, abgesoffen. Ich glaube, das müsste noch... Ah, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich jetzt was blöd gespoilert. Ich sag ja nicht, in welcher Folge das war. Ja... Ärgerlich. Ich mache sowas ja ganz gerne, ohne zu sterben. Ich spiele ja solche Spiele auch schon mal ganz gerne Hardcore. Das würde ich aber hier in 7 Days to Die nicht machen, weil dann ist das ja noch gruseliger irgendwie. So. Ja, ich muss echt ein paar Bäume hauen hier. Und dann gehe ich Wasser holen. Die Axt ist schon richtig gut, ne? Oh, die ist gleich kaputt, sehe ich gerade mal. Genau jetzt. Na komm, lass dich reparieren. Können wir den auch gleich machen. Was haben wir denn jetzt? 1,6, naja. Ja, ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen, Meisten Let's Player, die sagen, oh, dann hau ich jetzt ein bisschen Holz oder so. Das mache ich ja auch schon mal, dass ich so zwischen den Folgen was mache. Aber andererseits gehört das dazu, ne? Das ist das Spiel. Das ist ja hier nicht ganz so schlimm wie zum Beispiel in Subsistence. Also, boah, da bin ich manchmal genervt, weil man, wenn man irgendwas vorhat, da muss man dermaßen viel Holz hauen und man hat keine Möglichkeit, irgendwas zu craften, um sich da die Arbeit zu erleichtern, ne? Die Axt, die ist im Later Game noch genauso langsam und schwach wie am ersten Tag und das ist dann schon ein bisschen blöd. Also da, so eine Axt wie die hier, die eben entsprechend schneller ist, hätte ich mir da auch mal gewünscht. So, jetzt werde ich erstmal hier noch ein paar neue setzen. Nee, damit wir immer schön wieder Holz holen können hier. Zack.
viel haben wir denn noch? 8 Stück, ja, das ist dann noch ein bisschen viel sonst. So soll reichen. Hauen wir noch ein paar. Was haben wir denn jetzt? 8 Uhr ist ja noch richtig früh. Ist ja noch richtig früh. Jetzt muss ich mal gucken. Ich hatte ja schon 10 Minuten. Ich bin jetzt so bei 35 ungefähr. Ja, Moment. Was können wir noch machen? Da. Gehen wir in die Richtung. Dann haben wir dann... Oh, hier ist auch Eisen. Jede Menge. Boah, was viel. Leer? Oh, ein Eichen. Müssen wir Wasser holen, ne? Ah, hier ist Kohle. Brauche ich Kohle? Brauche ich Kohle? Ach. Eigentlich schon, ne? Weil, der war leer. Weil gerade für die großen Patronen brauche ich ja immer 3 Stück, glaube ich, ne? 3-mal Schießpulver braucht man. Ich meine, welche Schritte? Braucht man für die 7,62er Patronen, ne? Und eine Hülse und einmal dieses Geschosszeug. Das mache ich aber hier. Schön dazwischen. So. Komm hier. Mal ein bisschen wegkloppen hier. Ja, das ist eine Farming-Runde. Aber wenn ich erstmal mit meiner Mine alles hab, und dann kann ich ja auch noch Kohle holen, dann ist das einfacher, ne? So, wo war denn jetzt eigentlich mein allererster Wassertümpel? Der war doch da hinten irgendwo, ne? Da ist die Schaukel. Ach, guck mal, da ist noch eine Kiste von mir. Ist da noch was drin? Tatsächlich! Sogar Kaffee! Nimm alles mit! Weil da sind mit Sicherheit schon wieder Zombos drin, ne? Ich höre einen. Der hat auch einen schnellen Fuß drauf. Der hat mich schon gesehen, oder? Ist hier Sprit drin? Ne. Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Das wäre unsichtbare Zombies. Irgendwie so ein Bug. Zombies nicht da. Prügeln auf einen ein und man sieht nicht. Da ist er ja. Bam. Gleich voll auf die 12. Hier, das nervt. Der muss weg. So. Da war da doch die Straße mit dem Wassergraben. Hm? Mhm. Ja. 24. So. Zack. Wie viel Holz habe ich denn jetzt? Ja, ich hätte noch mehr gebraucht, aber das geht jetzt erstmal so. Ist da wieder ein Zombo hier bei dem Krankenwagen? Nee. Doch. Ey, erst gespawnt, als ich schon fast da war. Leer. Zombie spawnt. Der Loot nicht. Ja. Ich würde ja sagen, ich könnte ja mal zum
Händler gehen und gucken, ob ich da irgendwie Munition kaufen kann, aber ich habe ja gar keine Kohle. Ach, hier ist der Tierarzt, ne? Da rechne ich natürlich mit tüchtig Hunden und deswegen gehe ich da jetzt vor der Hordenacht nicht rein. Da verballere ich mich dann möglicherweise viel Munition. Aber das muss nicht sein, der Hunde sind. Ich erinnere mich mal, ich habe ein Let's Play gesehen, der Voucher war das, glaube ich. Der hat sich bald die Hose voll gemacht, weil er mit Hunde gerechnet hat beim Tierarzt. Da waren gar keine. Ja. Leer, also das kann ich mit dem Moped fahren, da muss ich jetzt nicht laufen. So, oh, da ist Zement. Ah, Cobblestone wäre mir lieber, aber ich habe ja, kann ja auch ein paar machen. Ich habe ja auch schon welche gemacht, das ist gar kein Problem. Ja, Was ist vorbereitungsmäßig noch zu tun? Ich habe ja dann morgen den 19er Tag, habe ich ja noch komplett, ne? Also es ist noch genügend Zeit. Bin ja nicht auf dem letzten Drücker jetzt. Und wenn dann die Hordenacht durch ist, dann geht's mal, dass wir mal gucken, dass wir Wüste finden. Damit wir dann mal Ölschiefer besorgen können, das ist auch wichtig. Das sieht da oben auch so reif aus schon, ne? Kann das sein? Ne, glaube ich nicht. Das wird schon fertig. Ich habe ja gestern erst angebaut da alles. So, was ich aber noch machen wollte, ist das Blei da wegkloppen. Aber auch nicht so tief, weil ich will ja auch hier noch in die Richtung buddeln. Ne? Will jetzt hier nicht so einen Zusatzeingang machen, aber das kloppe ich jetzt noch weg. Hier ein bisschen Blei. Ja. Ich könnte ja dann, wir haben jetzt in Realzeit auch schon gleich 2 Uhr nachts, ich könnte ja dann vielleicht die Tage mal hier ein bisschen weiterspielen, offscreen sozusagen. Dann habt ihr die Hordenacht bald, sonst kriege ich ja noch 4 Touren, noch 4 Folgen dazwischen. Ne? Aber wenn ich jetzt hier nach der Folge den Tag über weitermache, dann seid ihr schon bei Tag 19 in der nächsten Folge. Das hätte doch auch was irgendwo, ne? Hä? Denn da gehört? Naja. Ah, Punkte! Oh ja, da müssen wir auch noch drüber kümmern. Punkte. Nochmal 250 Blei. Ja. Gut. Dann kümmere ich mich jetzt um Geschossspitzen und so weiter alles. Ja. Ja. Haben wir die fertig? Die haben wir fertig. Das können wir direkt eben machen. Zack, zack, zack. Ja, der kommt eigentlich hier hin, der Kaffee. Hier war. Ne, Moment. Getränke. Hier war das, ne? Glaube ich. Noch so eine Stulle. Das haben wir hier. Ja, 45. Auch gut. Das kommt da rein. Dann haben wir das, 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 das. Wupp. Ja, Blei ist dann so ein bisschen was. Also richtig viel ist das auch nicht, ne? Aber können wir den schon mal loslegen lassen? Mach doch schon mal Geschossspitzen. 400 kann er machen. Ja, er braucht 2 dafür, ne? Ach, den brauchen wir auch, diesen scheiß Lehm. Ey. Ja, mach mal. Brauchen wir. Jo. Und dann wollte ich den Hammer nehmen. 15 Stück. Jetzt haben wir hier auch noch welche. Jetzt sind 20. Das reicht auf jeden Fall. Zum Abschluss machen wir dann das noch eben. Das ist nämlich auch ein bisschen tricky. Oh, wird eine lange Folge, ne? Ja, ein bisschen. 3/4 Stunde gut, glaube ich. So, da muss ich nämlich hier auf das Geländer. Machen wir mal zu. Hier auf das Geländer. Jetzt muss ich hier runterspringen.
auf den Käfig. Und dann muss ich... Oh, jetzt kann ich hier... Jetzt muss ich runter. Und dann kann ich hier die fertig machen. Die hatte ich nämlich... Genau, dann ist das halt fertig. Ich muss hier tatsächlich in Hocke gehen. Ich dachte, bei 2 wird das gehen, aber nee. Nee, dann ist das vollständig hier. Dann werde ich auch noch mal machen müssen, wenn ich das in Beton mache, ne? Ich glaube, das mache ich irgendwann in Beton. Aber ganz ehrlich, hier oben glaube ich nicht, dass ich das in Stahl machen muss eines Tages. Auch wenn das nur eine Wandstärke ist. Kann ich machen, wenn ich näher vor lauter Stahl nicht mehr weiß, was ich damit anstellen soll. Aber das hat Zeit, weil vorher will ich ja die Zombie-Falle bauen. So, haben wir noch mehr? Ne, jetzt sind wir fertig hier, ganz rundrum, ne? Jo. Hier die oberste Reihe hier, ne? Die hier. Ich habe keinen Beton. Die ist noch obere Reihe von meiner Hütte sozusagen. So, jetzt muss ich gucken. Jetzt muss ich hier wieder rauf. Das kann ich vielleicht hinkriegen. Und hier kann ich hinstellen, ne? Dann muss ich hier nicht runterspringen. Ah, jetzt kann ich hier gar keinen setzen, ey. Wenn ich hier runterspringe, ne? Da tue ich mir doch bestimmt Aua, oder? Komme ich da nicht hoch? Nee, und hier kann ich keinen setzen. Und hier auf der Ecke vielleicht? Auch nicht, ne? Ey, das ist ja übel. Da kann ich einen setzen. Da nicht drauf, doch. Ah ja. Kann ich die jetzt beide aufsammeln? Jetzt mal gucken, ob ich mich runterhock. Jo, geklappt. Ja, das war ein bisschen... Ich dachte mir das schon, dass das ein bisschen schwierig wird. So. So. Jetzt gucke ich nochmal eben, ob das reif ist da oben. Dann schmeiße ich euch raus und dann mache ich auch Feierabend. Ist noch im Anbau. Ist noch nicht reif. Ja, hier 6-mal Kartoffeln, also da kommt jetzt was, ne? Hier haben wir Heidelbeeren, hier haben wir einmal Kaffee. Und dann werde ich auch bald mal gucken, dass ich hier noch weitere hinmache. Ich mache das nicht so ganz voll, ich muss ja hier noch vernünftig rumlaufen können, aber das sind jetzt 10, 14, die 3, 17, was ist das denn? 4 und 3 auf 7. Hä? 4, 5, 6, 7. Echt? Was? 7 sind das? 3, 4, 5, 6, 7. 7, 14, ach so. 7, 14, 21, 28. Dann mache ich vielleicht hier noch ein paar rüber. Also so gut 30, zwischen 30 und 35 werden das am Ende, denke ich mal. Das sollte dann eigentlich auch reichen, ne? An Pflanzgedönsel. Gut, jo. Dann werde ich jetzt so ein bisschen weiter kruscheln hier, gucken, dass ich Munition bastel. Ne? So werde ich den Tag nutzen und dann hole ich euch wahrscheinlich auch erst wieder dazu, wenn der nächste Tag anfängt. Muss ich mal sehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Oh ja, war eine längere Folge jetzt wieder. Dann sage ich mal bis morgen. Bis dann, bye bye und tschüssi.